Ja, schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir wissen es durchaus zu schätzen, dass Sie trotz gutem Wetter hier zu uns gefunden haben und sind sehr erfreut, diejenigen, die schon mal oder vielleicht sogar schon mehrfach bei der heutigen Reihe anwesend waren, wissen, was ich jetzt sagen werde, nämlich, dass es vermutlich nichts Schwierigeres gibt, als auf die Gegenwart zu blicken, auf die Zeit, die gerade ist und die Gesellschaft zu versuchen zu beschreiben, Zeitdiagnosen zu machen für die Gegenwart. Wenn wir wie der Engel der Geschichte bei Walter Benjamin zurückblicken, mag sich das ein oder andere erschließen. Aber was ist eigentlich jetzt? Das ist die Ausgangsfrage unserer Reihe. Und um etwas Abstand in unseren Köpfen zu kriegen zum Jetzt, haben wir Ihnen hier diesen herrlichen Jägerstand, nannte man das zumindest in meiner Jugend, an die Wand geworfen. Dahinter sehen Sie im Laufe der nächsten 1,5 Stunden eine Sonne auf- und wieder untergehen. Das wäre ungefähr auch der Zyklus unseres kurzweiligen Abends, sodass wir dann in 1,5 Stunden den Abend beim Gespräch in Kleingruppen bei einer Brezel und einem Glas Wein gerne zusammen beschließen könnten. Ein weiterer Clou unserer kleinen Reihe zur Zeitdiagnose ist, dass wir alphabetisch vorgehen, chronologisch. Wir haben mit dem Buchstaben A angefangen, wie Authentizität, das war der erste Zungenbrecher, aber ich habe ihn bestanden von Dietrich Dietrichsen. Wir haben weitergemacht mit Burnout, mit der fantastischen Greta Wagner, haben über Copy und Paste gesprochen, mit Mercedes-Benz, über Drastik, Strategien der Drastik, über Empörung mit Bernhard Pörksen, über Freundschaften bei Facebook mit Caroline Wiedemann, über Gentrifizierung mit Martin Kronauer und gerade erst vor 2 Wochen, ich weiß nicht, ob die eine oder der andere dabei war, über Humor und was die Generation Heute Show eigentlich, welches Politikbild eigentlich die Generation Heute Show hat mit Benedikt Porzelt. Sodass wir heute bei einer weiteren Runde an Zeitdiagnose wären, die sich mit dem Begriff der Ikonen und der Ikonografie befasst. Und ich muss Ihnen, denke ich, nicht sagen, dass die Frage, wie, welche Bilder wir eigentlich welche Bilder eigentlich in der Politik produziert werden und welche Bilder von Politikern produziert werden und wie wir diese Bilder lesen, in der visuellen Gesellschaft, in der Mediengesellschaft keine ganz uninteressante Frage ist. Ich habe ein Zitat mal rausgesucht, das bei mir irgendwie hängen blieb. Es ist nämlich so, dass schon Papst Gregor I. im 7. Jahrhundert meinte, dass die Bildverehrung sich darin begründet, dass Bilder etwas sei für die Armen ohne Bücher. Und zwar in dem Sinn, dass Bilder sozusagen wie bei einem Comic das erklären können, was die Unbelesenen eben sich nicht erlesen können. Insofern war mein erster Gedanke, leben wir in einer gewissen Weise vielleicht im 7. Jahrhundert und sind wieder auf Bildsprache zurückgeworfen. Aber ich will in keiner Weise vorgreifen, denn wir haben eine ganz wunderbare Referentin heute Abend zu Gast, auf die wir uns alle, denke ich, sehr freuen. Wir sind auch ein bisschen stolz als Heinrich-Böll-Stiftung, als Grüne Akademie, dass wir sie gewinnen konnten, nämlich Herlinde Kölbel. Ich muss, denke ich, zu Herlinde Kölbel Ihnen nicht mehr viel sagen. Herlinde Kölbel ist eine der, ja, jetzt will ich nicht so Bauchpinselei machen, aber ich sage jetzt einfach mal, einer der bedeutendsten Fotografinnen, die wir in Deutschland haben. Zumindest ist sie für mich definitiv eine der relevantesten Fotografinnen, die mir überhaupt begegnet sind. Und Herlinde Kölbel
hat sich nicht nur mit bayerischen Märkten und deutschen Wohnzimmern befasst, sondern Herr Linde Köbel hat sich intensiv auch mit der Sphäre der Politik und der Mediengesellschaft befasst. Ihre Ihnen allen bekannte Langzeitprojekt Spuren der Macht, in der Sie über 15 Jahre, teilweise auch etwas kürzer, Politiker porträtiert hat und nach den Spuren der Macht in den Gesichtern gesucht hat. Dann aber sozusagen auch der Blick auf die Leute hinter der Linse, die Meute, ein Porträt der Mediengesellschaft, was ein sehr beeindruckender Film ist, der auch bis heute ab und zu noch im Fernsehen zu sehen ist. Und auch dazu ist ein Buch erschienen, wer das nochmal nachlesen will, bei mir, um noch eine Referenz zu erweisen, blieb sehr hängen, die Ausstellung Targets. Erst letztes Jahr, 100 Jahre, erst der Weltkrieg und all die Fragen von Krieg und Frieden, die damit zusammenhängen. Ich freue mich sehr auf den Vortrag von Herr Linde Köbel, will nochmal ein dickes Dankeschön aussprechen, dass sie es möglich gemacht hat. Will mich auch gerne noch mal ganz kurz, so viel Zeit muss sein, bei Stefan Depping und Anne Ulrich von der Grünen Akademie bedanken, die diese ganze Reihe möglich machen und mit großer Hartnäckigkeit dranbleiben. Ich freue mich sehr auf den gemeinsamen Abend. Ich werde selber jetzt genau zuhören. Danach gibt es ein kleines Gespräch und Sie dürfen gerne auch Fragen stellen oder Kommentare. Ich wünsche uns einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich wirklich, dass Sie sozusagen in Bayern, wenn wir sagen, nicht im Biergarten gegangen sind, sondern hierher gekommen sind. Und, aber ich denke, es wird auch so ein interessanter Abend. Ich würde mich anschließen in dieser Begrüßungsthese, dass wir in der Tendenz jetzt wieder zurückgehen. Neulich sagte mir ein Historiker, irgendwann mal werden wir wieder zurückgehen, so weit, dass wir wieder nicht gerade Höhlenmalerei haben, aber dass wir tatsächlich wieder in den Bildern reden und nicht mehr in Wörtern, also weniger jedenfalls, sehr reduziert. Es wird auch viel, viel weniger gelesen und eigentlich Bilder betrachtet. Wobei das mit der Bilderbetrachtung so eine Sache ist, ob sie genau betrachtet werden oder nur flüchtig. Das ist ein Thema sicherlich, was wir heute Abend auch noch besprechen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist der flüchtige Blick oder der Blick flüchtiger geworden. Nun, aber heute Abend wollen wir ja über Ikonen sprechen. Was ist eine Ikone? Laut Wikipedia kommt es aus dem Russischen Ikona und Mittelgriechisch Ikona, ein Kultbild der orthodoxen Kirche mit Darstellung heiliger Personen oder ihrer Geschichte. Es kann auch eine Person oder Sache als Verkörperung bestimmter Werte oder Vorstellungen eines bestimmten Lebensgefühls sein. Doch wann wird ein Bild zu einer Ikone? Nun, als erstes muss es nach der Entstehung der Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden. Das Bild muss immer wieder und immer wieder publiziert werden, gezeigt werden, veröffentlicht werden, gesehen werden, damit es ins kollektive Gedächtnis eingeht und dort bleibt. Bilder erreichen uns direkt und berühren unmittelbar unsere Emotionen. Die Sprache dagegen geht über das Gehirn, über den Intellekt. Wir träumen auch meistens in Bildern und nicht in Worten. Und schon in der Bibel wird angemahnt, sich kein Gottesbildnis zu machen.
also die Unsichtbarkeit Gottes zu erhalten. Doch mit der Menschwerdung von Christus entstand eine der größten Bildikone in der westlichen Welt: Jesus am Kreuz. Die katholischen Kirchen sind reich geschmückt mit Malereien von Heiligen, mit Gleichnissen von Ereignissen, doch die Geschichten sind moralisch immer sublimiert, ja überhöht, um uns zu ermahnen, den richtigen Weg zu gehen. Und sie sind immer emotional verknüpft, eine wichtige Sache, um zu einer Ikone zu werden. Welche Voraussetzungen sind notwendig, damit ein Bild eine Ikone werden kann? Grundsätzlich muss es eine allgemeingültige, über den Moment hinausgehende gesellschaftliche Aussage beinhalten. Und je klarer ein Bild komponiert ist, desto besser. Also wenige suggestive Details enthalten und eine Geschichte erzählen und dokumentieren. Und zwar so dokumentieren, dass sie in uns starke Gefühle auslöst. Das Bild muss einen Moment zum Ausdruck einer Zeit verdichten, aber auch Zeitlosigkeit haben. Da es ein Stellvertreter für etwas Grundsätzliches ist. Denn um sich in unser kollektives Gedächtnis einzuspeichern, ja einzubrennen, muss es ein Symbol sein für fundamentale Anliegen des Menschen, wie Sexualität, Tod, Schuld, Religion, Krieg, Leid oder Freude enthalten. Doch das, was im Gedächtnis der Menschen bleibt, hat auch mit der Bildkultur des jeweiligen Landes zu tun. Im Kulturkreis Asiens, Chinas oder Afrikas gibt es andere Ikonen, andere Mythen, andere nationale Bilder aus Religion und Geschichte, die uns im Westen vielleicht wenig sagen. Es ist die kollektive Prägung einer langen gemeinsamen Erfahrung. Im Irak zerstörten die Dschihadisten unter anderem das Weltkulturerbe von Hatra, die historische Stadt Nimrud, Symbole arabischer Kultur, die beispielhaft ist. Doch für die IS sind diese Statuen keine Ikonen, sondern Kultur, die für den Westen, also für die anderen, Bedeutung hat und deshalb zerstört werden muss. Im reformatorischen Bildersturm des 16. Jahrhunderts wurden auch bei uns viele Kulturgüter zerstört. Es war eine bedauerliche Begleiterscheinung der Spaltung des Christentums. Manchmal ist eben die Wertigkeit von Ikonen der jeweiligen Politik, der Kultur, auch der herrschenden Ideologie oder der Religion unterworfen. Doch auch wenn Bilder verbrannt, zerstört werden, auf unserer inneren Festplatte sind sie für immer gespeichert, sofern sie vorher eben schon zur Ikone geworden sind, das heißt also immer wieder veröffentlicht wurden. Erstaunlich viele Bilder aus den 60er, 70er und 80er Jahre sind zu Ikonen geworden. Warum gerade in dieser Zeit? Nun, es war eine Aufbruchstimmung, eine besondere Zeit. Aber inzwischen hat sich etwas Entscheidendes
verändert. Es gibt nämlich fast schon eine Gleichzeitigkeit von einem Geschehen, das von einer Masse von Fotografen durchfotografiert und sofort gesendet wird, und dem Sehen der Bilder. Es entsteht also fast eine Echtzeit des Erlebens. Das ist eine gravierende Veränderung. Das amerikanische Militär wusste seit Vietnam um die Macht der Bilder. Die Fotografen zeigten das Elend, die Gräuel und die Zerstörung. Dazu kam dann der Bericht von Seymour Hersh über das Massaker von My Lai, bei dem alle Dorfbewohner erschossen wurden. Dies alles zusammen verstärkte die kritische Stimmung und half mit, diesen Krieg zu beenden. Ich weiß nicht, ob Sie alle diesen Bericht von Seymour Hersh kennen. Es ist folgendes, ich erkläre das kurz. Die amerikanischen Soldaten haben die ganze Bevölkerung von dem Dorf My Lai erschossen, Kinder, Frauen, Männer, Tiere, alles. Und ein anderer amerikanischer Soldat hatte einen Aufklärungsflug über My Lai und hat gesehen, wie die da unten wüten, und hat denen befohlen, aufzuhören. Und dann in ihrem Rausch haben sie aber nicht aufgehört. Und dann hat er, nach einiger Zeit hat er gesagt, okay, ich habe alle Maschinengewehre in Position gebracht und wenn ihr jetzt nicht sofort aufhört, schieße ich vom Flugzeug aus, schieße ich. Und erst dann haben sie gestoppt. Also das ist nur ein kleiner Einschub für das, was Menschen fähig sind und was man aber natürlich durch Bilder und Worte vielleicht doch zeigen, aufklären und helfen kann, damit etwas zu sehen oder kritischer zu sehen und vielleicht beizutragen, etwas zu verändern. Die Konsequenz aus diesen Vietnam-Erfahrungen waren dann, dass im ersten Irakkrieg nur wenige Journalisten zugelassen waren, und die Bilder, die das Militär dann präsentierte, waren technische Bilder. Man hatte den Eindruck, es ist ein komplett technischer Krieg. Es sind gar keine Menschen mehr vorhanden. Die Grausamkeit des Krieges war vollkommen ausgeblendet. Im zweiten Irakkrieg waren die meisten Journalisten dann embedded, um noch eine gewisse Kontrolle beim Militär zu behalten. Die Macht der Bilder ist also immer noch gefürchtet. Aber nicht nur vom Militär, auch von den Politikern oder von den Wirtschaftsbossen. Sie erinnern sich sicher noch an das Victory-Zeichen, das Josef Ackermann von der Deutschen Bank gemacht hat, am ersten Prozesstag zu den Presseleuten, so ungefähr nach dem Motto, ich siege. Dieses Zeichen, dieses Bild bleibt immer mit ihm verbunden, mit seinem Namen. Das war ein sehr symbolhaftes, starkes Bild. Doch die Schnelligkeit unserer Zeit hinterlässt natürlich auch Spuren an der Bildung von Ikonen. Die Zeitungen verstanden sich früher als Chronisten mit Vergleichen und Rückblicken. Dafür ist keine Zeit mehr. Der Blick nach vorne ist angesagt. Auch durch die digitale Schnelligkeit wird dem Betrachter ein fast gleichzeitiges Sehen von Geschehen und Erleben vermittelt. Und das verändert auch das Gedächtnis für ein Geschehen und für Bilder. In der Redaktion von Stern und anderen großen Magazinen
landen täglich ca. 15.000 Bilder. 15.000. Die Bildredakteure haben gar keine Zeit mehr, diese wirklich zu sichten, wahrzunehmen. Und in der Schnelle wird oft das dekorativste Bild dann gewählt. Es kommt noch was dazu in der Veränderung. Früher waren Fernsehen und Magazine die Verbreitungsträger. Doch circa ein Drittel der Menschen, vor allem junge, sehen nicht mehr fern. Und die Magazine verlieren auch alle an Auflage. Unisone. Nachrichten werden über Mobiltelefone abgefragt. Bilder entwickeln kein eigenständiges Leben mehr. Sie werden sofort von der nächsten Newswelle zugedeckt. Dadurch werden immer weniger Einzelbilder zu Ikonen. Wir haben viele Bilder in Erinnerung an 9/11 in New York, als die Flugzeuge in das World Trade Center flogen. Wir erinnern uns an die brennenden Türme, an die Menschen, die in den Tod sprangen, an die von Staub bedeckten Menschen. Diese Katastrophe wurde von verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven und von vielen Menschen fotografiert und eigentlich live übertragen. Aber es ist das Geschehen, das ungewöhnliche Ereignis, das in Erinnerung geblieben ist. Es gibt nicht das Einzelfoto, das haften blieb, wie im Vietnamkrieg. Es ist das Ereignis. Sie sehen hier auch ein paar Bilder und wenn man umhört, jeder hat noch ein anderes Bild im Kopf, aber nicht das Bild von diesem großen Ereignis. Einige andere Bilder bleiben aber trotzdem im Gedächtnis, weil sie auch mit einem außergewöhnlichen Ereignis verbunden sind, an dem die ganze Welt teilgenommen hat, im Nachhinein. Also ein kollektives Erlebnis war, das ist ein wichtiger Faktor. Doch es fand räumlich ausgeschlossen von der Öffentlichkeit statt. Nur ein paar ausgewählte Fotografen waren dabei, als George W.W. Bush in einer Pseudo-Kampffliegeruniform 2003 auf dem Flugzeugträger Abraham Lincoln landete und den Satz sprach, Mission accomplished. Während in Wirklichkeit die Mission erst richtig begann und keinesfalls zu Ende war. Aber es ist auch hier interessant wieder, wie Bush eben für das Ereignis, für die Presse sich, ich sage jetzt mal bewusst, verkleidet hat in dieser Uniform, um sozusagen zu vermitteln, auch ich bin Soldat, auch ich bin im Krieg, ich bin einer von euch. Ein anderes Bild ist ebenfalls etwas Besonderes. Es stammt aus dem Situation Room, einem kleinen, geschlossenen Zentrum der Macht während des Einsatzes zur Tötung Bin Ladens. Obama und die Militärs schauen konzentriert auf die Live-Übertragung und Hillary Clinton hält sich die Hand vor den Mund. Ist es erschreckend? Wir wissen nicht, was sie sehen. Sehen auch nicht den toten Körper Bin Ladens. Wir sind aber im Wissen um die Jagd nach ihm beteiligt, bleiben aber trotzdem ausgeschlossen. So entsteht ein Mythos. Und es gibt auch nur dieses einzige Foto, das der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Und das ist entscheidend.
kein Heer von Fotografen war dabei. Es ist nur ein Foto, keine Variationen. So auch in Abu Ghraib. Und deshalb ist auch dieses Foto von dem nackten Mann mit dem Tuch über dem Kopf auf einer Kiste stehend, mit ausgebreiteten Armen und Elektrokabeln daran befestigt, jedem in Erinnerung. Es ist die Reduktion auf ein einziges Bild der Situation. Es gibt nicht 100 Variationen davon. Doch es wurde in aller Welt gedruckt, an Mauern gesprüht und gemalt. So entstehen Bildikonen. Aber alle von diesen Bildern, die auch als Einzelbilder entstanden sind, haben eine konzentrierte, vollgepackte, einen emotionalen Inhalt. Das ist zugleich noch entscheidend. Sie sehen hier auch noch auf der rechten Seite einen Soldat, wie er ganz seelenruhig jetzt gerade mal guckt, was er gemacht hat, oder ein Bild anschaut oder vielleicht seine Kamera noch mal neu einstellt. Also Sie sehen auch so eine Art Gelassenheit oder brutale Nichtinteresse an dem, was wirklich ist. Immer weniger Bilder werden heute zu Ikonen, sondern immer mehr Personen. Da hat sich ebenfalls etwas verschoben. Unsere Kanzlerin Angela Merkel ist dafür ein Beispiel. Mit der Merkel-Raute, die inzwischen weltberühmt ist. Wir haben diese Geste x und x Mal bei ihr gesehen. Es hat sich eingeprägt. Denn das ist das körperlich Außergewöhnliche an ihr, da ihre Körpersprache sehr reduziert ist. Allerdings hatte sie die Raute schon 1997 in meinen jährlichen Porträtsitzungen. Das Bild stammt also von 1997, als sie noch nicht Kanzlerin war. Da hat es noch eine Weile gedauert. Nur damals wurde es nicht registriert. Das Gesehenwerden immer und immer wieder ist also entscheidend. Eine weitere Politikerpersönlichkeit hat sich uns im Gedächtnis festgesetzt. Es ist Joschka Fischer mit seinen Dick- und Dünn-Perioden. Das Bild zeigt das Jahr 1995 und 1996, nachdem er 25 Kilo abgenommen hat. Und er sagte auch: Ich bin kein Mann der Grautöne. Bei mir ist alles extrem. Und inzwischen ist er ja wieder voll oder füllig geworden. Es gibt auch eine andere noch Veränderung, die wir im Gedächtnis haben, und zwar die von Gerhard Schröder. Wir erinnern uns noch, wie er angetreten ist als Ministerpräsident in Niedersachsen. Sie sehen das linke Bild. Und dann, wie er sich präsentiert, ganz stolz in seinem schicken Anzug und mit Cohiba. Und die Körpersprache drückt wirklich sozusagen den Stolz aus: Ich habe es geschafft. Das ist das Foto, wie er sich selbst präsentiert hat, als er Kanzler war, wie ich ihn fotografiert hatte. Und das ist auch immer etwas, was ich in meinen Fotografien immer sehr darauf achte, nicht Anweisungen zu geben, sondern die Menschen selber sich präsentieren lassen. Und diese Geste, die könnte man gar nicht so gut inszenieren. Das ist einfach, ja, das ist es. Ich bin jetzt Kanzler. Und es gibt noch eine Veränderung an ihm. Das ist 1991. Und 2005 in seinem letzten Jahr
als Kanzler. Sie sehen die Spuren der Macht und vor allem der Anstrengung und was es bedeutet, Kanzler zu sein oder Kanzlerin. Das sieht man wirklich in diesem Gesicht. Und es gibt nichts Härteres, ich sage, wenn man es flockig sagen würde, keinen härteren Job als Kanzler oder Kanzlerin, physisch und psychisch, in beiden Ebenen. Sie erinnern sich noch an einen anderen Mann in der Politik, der jetzt immer viel im Gespräch war, nämlich an Putin mit nacktem Oberkörper beim Reiten und beim Fischen. Er wollte in dem Sinne seine archaische Männlichkeit demonstrieren und zeigen, weil das ist ja auch ein Bild für Macht und eben auch für Herrschaft, aber vor allem auch für Männlichkeit. Und gerade in Russland ist das natürlich auch ein Signal, wiederum ein Symbol für das, was er verkörpern will und das, was er vermitteln will. Es ist noch eine andere, zum Beispiel Frau, als Beispiel, präsent eben auch als Person mit ihrem sinnlichen Gesicht, den vielen Kindern, mit Brad Pitt. Und in ihrer steten Präsenz in den Medien ist sie bei uns im Kopf abrufbar. Und auch ihr Auftritt bei der Oscar-Preisverleihung 2012, wo sie nun sehr extrem eine Beinstellung gemacht hat, wurde natürlich aufgenommen. Und das ist wieder eine neue Veränderung, die wir also auch sehen in einer sogenannten Bemächtigung von Personen. Also ihr Körper wird von den Betrachtern verändert. Es wird mit ihr gespielt. Sie wird einverleibt, dadurch, dass wir sie ändern können. Und es ist ein Versuch, Macht auszuüben über eine Person. Mit der Figur wird gespielt, das Bild ironisch verändert oder dem Spott oder der Lächerlichkeit preisgegeben, wie Sie auch bei dem Fußballer Mario Balotelli beispielhaft sehen können, der damals im Rausch des Sieges sein Hemd ausgezogen hat. Es ist also eine neue Körperlichkeit, die schon ikonenhaft wird. Lara Croft mit ihrer sexy Figur und mit ihrem starken Selbstbewusstsein ist ebenfalls eine Ikone. Und natürlich Superman. Beuys sagte einmal, jeder Mensch ist ein Künstler, vorausgesetzt, er sieht Bilder im Kopf. Vielleicht überlegen Sie kurz für sich selbst, welche Bilder haben Sie im Kopf aus Ihrer Kindheit? Welche Bilder sind in Ihrer Familie Ikonen geworden? Und warum? Welch gemeinsames, emotionales Erlebnis ist darin festgehalten? Also wieder ein kollektives Erlebnis, was ins kollektive Gedächtnis geht. Ich möchte Ihnen dann jetzt noch andere Ikonen aus dem kollektiven Gedächtnis zeigen, die mit einem Ereignis verbunden sind, das Sie vielleicht selbst erlebt haben. Eine klassische Ikone ist natürlich die Mona Lisa. Ihr Lächeln ist berühmt, ein geheimnisvolles Lächeln. Und das ist es, das geheimnisvolle Lächeln, was sie interessant macht und nach Jahrhunderten immer noch fasziniert. Wir wissen heute noch nicht genau, wer die Porträtierte wirklich ist. Und immer wieder werden neue Thesen aufgestellt. Und es ist das berühmteste Bild von Leonardo da Vinci. Anfang des 16. Jahrhunderts entstanden. Interessant an ihr sind die Augen. Wo immer man ist, sie blickt einen an. Das war für die damalige Zeit in der Malerei nicht üblich. Und unüblich ist auch, dass sie keine Augenbrauen hat.
Heute ist das mit dem Blick in der Fotografie, wissen wir, warum es so funktioniert, dass man von jeder Seite aus dem Blick folgen kann. Aber damals war es sehr, sehr unüblich. Und Leonardo hat auch noch eine spezielle, von ihm perfektionierte Technik angewendet, dass alles etwas weicher und nebliger ist und auch eben das Gesicht vom Hintergrund noch etwas trennt. Ein ganz berühmtes Bild ist Einstein, die Zunge rausstreckend. Dieses Bild ist eigentlich entstanden, weil Fotografen oft so lästig sind. An seinem 72. Geburtstag gab es eine große Feier für Einstein. Den Medienrummel mochte er sowieso nicht. Nach dem Lunch saß er schon im Auto mit einigen Gästen. Doch die Fotografen knipsten immer noch ins Auto und nochmal. Und er sagte, jetzt ist genug. Aber es ging immer weiter. Sie haben nicht aufgehört. Und dann hat er ihnen die Zunge rausgestreckt. Und der Fotograf Arthur Sasse hat den Moment festgehalten. Auch dieses Foto ging um die Welt. Und das Interessante ist, dass Einstein es jedoch für sich nutzte. Er schnitt die anderen zwei Personen weg, ließ es vergrößern und schickte es an Freunde und Kollegen. Und später nahm er es dann auch als Ausdruck seiner politischen Haltung in der McCarthy-Ära. Dieses Bild ist auch eine oder das bekannteste Kriegsbild, und zwar für den Sieg. Es ist von dem Fotografen Joe Rosenthal gemacht, der auch den Pulitzerpreis dafür bekam. Es ist wirklich ein Symbol des Sieges. Es ist klar komponiert. Wie gesagt, das ist immer wichtig im Bild. Es sind 6 Soldaten, die amerikanische Flagge auf der höchsten Erhebung des Mount Suribachi am 23. Februar 1945 errichten. Und dieses Bild ist ein treffendes Beispiel, wie man Bilder, die natürlich einen starken Inhalt haben, aber auch zur Ikone machen kann. Ich sagte ja am Anfang, Bilder müssen immer wieder gesehen werden. Und in dem Fall war es so, es sollte ja ein Symbol des Sieges sein. Und die erste Flagge, die sie aufgestellt haben, war ihnen zu klein. Also schickten sie nochmal einen Trupp los, der eine größere Fahne brachte. Es sollte ja siegreich aussehen. Millionenfach wurde das dann auch publiziert, auf Bahnhöfen, in Fabriken, Kinos, überall war dieses Foto zu sehen, sogar auf einer Briefmarke. Und es wurde auch als Werbeträger benutzt für Kriegsanleihen. Drei sind nachdem noch gefallen, wurden mit diesem Bild auf Werbetour geschickt für Kriegsanleihen. Dieses Bild, Konferenz von Yalta, war ein wichtiges Bild, und zwar ein wichtiges Bild für Deutschland, weil das ist die Konferenz der siegreichen Staatschefs von USA, Franklin Roosevelt, Josef Stalin Russland und Churchill von England in dem Badeort Yalta auf der Krim. Alle drei sind ganz klar im Vordergrund aufgebaut und die Militärs im Hintergrund, sie sind jetzt in der zweiten Reihe. Denn hier entscheiden sie, das ist eine Konferenz vom 4. bis zum 11. Februar 1945, es war die entscheidende Zusammenkunft der Alliierten, hier ist Deutschland aufgeteilt worden. Wer bekommt welchen Teil? Erst wurde Deutschland in 3 Zonen aufgeteilt und später wurden daraus 4, denn auch Frankreich erhielt dann seinen Anteil. Damit ging eigentlich schon einher die Machtverteilung von Europa. Und dieses Bild ist das Abschlussfoto, das Gruppenbild nach den Verhandlungen. Und es ist auch interessant, dass nur Churchill ein bisschen lächelt,
alle anderen schauen doch sehr ernst. Das Bild ist auch nochmal ein sehr interessantes Bild. Es ist aus dieser Reichstagsserie von dem Fotografen Kaldey. Auch wieder, es wird die Flagge gehisst. Und hier sehen Sie eigentlich schon interessanterweise, wie auch damals in der analogen Fotografie auch Bilder bearbeitet, geschönt, manipuliert worden. Es ist allerdings ein bisschen, oder nicht ein bisschen, es war sehr viel schwieriger als heute. Heute geht es mit dem Mausklick. Damals musste man wirklich dran arbeiten. Er hat also, Sie sehen oben das Originalbild. Es ist also, der Himmel ist grau, nebelig. Und er hat dann von einem anderen Bild die Rauchschwaden in die Reichstagsflackung eingekopiert, also einretuschiert, damit es dramatischer aussieht. Und er hat noch etwas gemacht. Er hat bei einem russischen Soldaten eine Uhr wegretuschiert. Eine Uhr, und zwar deshalb, bei den russischen Soldaten waren Uhren sehr gefragt und der hatte sich irgendwo eine geholt. Aber das sollte man ja nicht sehen und somit ist auch die Uhr wegretuschiert worden. Also hier auch ein Bild, wie Bilder im Krieg, aber nicht nur im Krieg, verändert werden. Ein weiteres wichtiges Bild ist dieses Bild vom Balkankrieg. Das hatte ein englischer Fernsehsender aufgenommen. Es wurde dann auch vom WDR weiter ausgestrahlt. Und es wurde verwendet, und auch in der Tagesschau übrigens, und es wurde verwendet mit dem eindeutigen Aussage, dass in Serbien Konzentrationslager seien. Man sah dieses Bild von dem ausgemergelten Mann im Vordergrund und hat es dann gleichgestellt mit den Konzentrationslagern, die ja in Deutschland waren. Daily Mail hat dieses Foto veröffentlicht mit dem Titel The Proof, der Beweis. Es hat sich allerdings sehr, sehr viel später herausgestellt, dass das eben so nicht stimmte. Es wurde als eine Fälschung entlarvt in dem Sinne, dass die Journalisten oder das Team auf einem Gelände stand, wo ein Stacheldraht war. Sie durften aber nicht in dieses Gefängnis von diesen Serben rein und haben dann von ihrer Seite durch den Stacheldraht, auf dem sie standen, rein fotografiert. Und somit hat man den Eindruck, dass das ja ein Konzentrationslager ist. Das heißt, dass die hinter Stacheldraht sind. Das war aber gar nicht so. Und es hatte dann eben auch mit beigetragen zu Bombenangriffen und so weiter. Also es ist doch sehr angebracht, immer wieder zu hinterfragen, welches Bild nützt wem und wie wird es verwendet und vielleicht auch, wie ist es entstanden. Also das ist nochmal ein gutes Beispiel für Manipulation und für die emotionale Einsetzung von Bildern. Auch für die Macht von Bildern, weil das hat ja richtige Folgen gehabt, dieses Bild. Das ist eines der meist publizierten Kriegsbilder aus Vietnam, fotografiert von Eddie Adams. Sie kennen das wahrscheinlich, der Polizeichef von Saigon erschießt auf offener Straße einen gefangenen Vietcong. Und ich zeige Ihnen dann auch noch das schreiende Mädchen. Aber das waren die emotionale Macht der Bilder im Vietnamkrieg. Aber dieses Foto hat auch eine Geschichte. Wir sehen ja immer nur das Foto und sagen, aha, so war's. Aber Bilder haben eine Geschichte hinter den Bildern. In dem Falle, der Fotograf hat später erfahren, dass der Vietcong, den er gerade erschießt, am Vortag einen Freund des Generals und dessen Frau und Kinder erschossen hat. Und deshalb hat er ihn jetzt erschossen. Der General floh 1995 nach Kriegsende nach Amerika
und eröffnete dort eine Pizzeria. Eddie Adams, der Fotograf, hat Kontakt zu ihm gehalten. Und 1991 wurde der General als der Todesschütze auf diesem weltenberühmten Bild enttarnt und eine massive Hetze begann und er musste seine Pizzeria schließen. Adams, der Fotograf, äußerte sich später so über sein Bild: "The General killed the Viet Cong. I killed the General with my camera. Still, photographs are the most powerful weapon in the world. People believe them, but photographs do lie, even without manipulation. They are only half truths." Der Fotograf hat den Kontakt zu dem General gehalten bis zu seinem Tod. Dieses Foto kennen Sie sicherlich auch. Ebenfalls, diese zwei Bilder sind die Symbole für den Vietnamkrieg und sind die anklagenden Bilder aus dieser Zeit. Es hat Nick Utz fotografiert am 8. Juni 1972. Und Sie sehen, wie dieses Mädchen schreiend einem Napalmangriff entflieht. Der ganze Rücken ist verbrannt und es schreit vor Schmerzen. Normalerweise sehen Sie, oder das, was im Umlauf ist, das Bild, da ist der rechte Teil ist normal abgeschnitten und so ist das Mädchen mehr in den Blickpunkt gerückt, wenn der rechte Teil weg ist. Und es ist noch etwas Entscheidendes weggeschnitten. Eben, Sie sehen den einen Fotografen auf der rechten Seite, wie er gerade noch in aller Ruhe seinen Film einlegt, während das Mädchen da vorbeirennt und schreit. Und man denkt natürlich, dass hinten ganz viele Militärs sind, die jagen. Die meisten der Männer, die im Hintergrund sind, sind eigentlich Fotoreporter. Und da taucht natürlich immer wieder auch die Frage auf im Krieg. Die Frage taucht dann doppelt stark auf: Helfen oder fotografieren? Der Fotograf Nick Utz hat sich nach dieser Aufnahme um das Mädchen gekümmert und tatsächlich auch ins Krankenhaus gebracht. Das ist natürlich hier in Berlin. Das Foto werden Sie kennen. Das ist ja auch an der Hausmauer zu sehen hier in Berlin-Mitte. 13. August 1961 wurde ja begonnen, hier die Mauer zu bauen. Erdgeschossfenster zuzumauern, Hauseingänge zuzumauern, Stacheldraht wurde angelegt, die Sektorengrenze gesperrt. Und dieser Soldat, der NFA-Soldat, heißt Konrad Schumann. Er wollte sich nicht einmauern lassen und springt mit dem Gewehr am 15. August über den Stacheldrahtverhau in den Westen. Der Fotograf Peter Leibing stand im Westen an der Grenze und wartete. Er sah, dass der Soldat nervös ist und dachte, da kommt was, der hat was vor. Und stellte schon in der Erwartung auf diese Stacheldrahtlinie scharf, sicherheitshalber. Und dann nahm der Soldat den Anlauf und sprang. Und der Fotograf hat tatsächlich diesen Moment erwischt. Es war eine einzige Aufnahme, die wirklich so ist. Und dieses Bild ist wirklich das Symbol geworden für die Freiheit, wurde wirklich in allen Zeitungen der Welt gedruckt, eben für Freiheit, das Symbol, eine Ikone. Doch die Rechte gehörten der Agentur, für die er fotografierte. Sie verdiente daran. Und Konrad Schumann, der Soldat, war lange, lange Zeit im Mittelpunkt und ist mit diesem ganzen Geschehen nie ganz zurechtgekommen und hat sich 1998 das Leben genommen. Der Mauerfall. Vielleicht waren Sie an dem Tag an der Mauer und vielleicht sind Sie sogar eine dieser Personen, die hier zu sehen sind.
Es war jedenfalls das große Ereignis 9. November 1989, ein historisches Datum. Die deutsch-deutsche Grenze ist gefallen. Und Sie erinnern sich noch vielleicht, wie Schabowski gesagt hat, die Reiseregelung eben ist aufgehoben, tritt nach meiner Erkenntnis, und er stotterte etwas, ist das sofort und unverzüglich zu verändern. Also diese Worte haben alles verändert. Und das war wirklich das historische Ereignis für Deutschland. Mitgeholfen in dieser Aussöhnung hat sicherlich vielleicht auch dieses Foto, Willy Brandt. Am 12. Dezember 1970, also 25 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, besuchte Willy Brandt Polen und das Mahnmal für die Opfer des Warschauer Ghettos. Er legte einen Kranz nieder und richtete die Schleife, wie man das so macht, verharrte einen Moment und kniete spontan nieder. Es war nicht abgesprochen. Es war eine große Geste der Demut und die hat niemand erwartet. Es war ein historischer Moment, der in der Welt wirklich wahrgenommen wurde. Im Spiegel stand darüber zu lesen, er bekennt sich zu seiner Schuld, an der er selber nicht zu tragen hat, und bittet um eine Vergebung, der er selber nicht bedarf. Er kniet da für Deutschland. Diese Demutsbekundung hat später bei der Aussöhnung mit Polen hatte einen großen moralischen Wert und auch dazu beigetragen. Das ist ebenfalls ein wichtiges Foto in der deutschen Geschichte. Es zeigt Martin Schleyer in der Gefangenschaft. Es ist ein Polaroid-Foto und zeigt den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer nach seiner Entführung durch die RAF. Sein Fahrer und seine Leibwächter wurden dabei kurzerhand erschossen und er in einem VW-Bus abtransportiert. Das war ein kleines Bild, 7,8 mal 7,8 Zentimeter groß, und zeigt die Demütigung von Schleyer. In einem offenen Mantel oder Hemd sitzt er völlig ausgeliefert da und muss ein Schild halten. Er schrieb, es ging ja damals, wird er freigelassen oder erfüllt die Bundesregierung die Bedingungen für die Freilassung von Martin Schleyer oder nicht? Und es wurde auf Zeit gespielt. Und er schrieb dann, ich habe nie um mein Leben gewinselt. Was sich aber seit Tagen abspielt, ist Menschenquälerei ohne Sinn. Es sei denn, man versucht mit naiven Tricks Entführer zu fangen. Ich bin nicht bereit, lautlos aus diesem Leben abzutreten und die Fehler der Regierung und die Unzulänglichkeit des hochgejubelten Chefs des Bundeskriminalamts zu decken. Die Lufthansa-Maschine, Sie erinnern sich vielleicht noch, wurde damals durch die GSG 9 gestürmt. Niemand wurde freigelassen und Martin Schleyer, seine Leiche wurde 14 Tage später im Kofferraum eines Audi 100 gefunden. Das ist ein ganz berühmtes Bild von Robert Kapper, wahrscheinlich sein berühmtestes. Und es entstand Anfang 1939 im Bürgerkrieg und zeigt einen Soldat im Moment des Sterbens. Es ist auch hier wieder eine ganz klare Komposition. Und es sind immer wieder Gerüchte, man weiß nicht, ist es gestellt? Hat er jemand posieren lassen? Manche Gerüchte sagen, es sei gar nicht an dem angegebenen Ort passiert. Und das Negativ wurde auch nie gefunden. Doch das Foto und der Ausdruck des Fotos, eben ein Soldat im Sterben, lebt aber weiter.
Ein wichtiges Bild, Sie haben es ja auch schon an der Einladung gesehen, ist Che Guevara. Das ist also auch eine interessante Sache, wie das entstanden ist. Alberto Korda hat dieses berühmte Foto gemacht mit seiner Leica am 5. März 1960 bei einer Trauerfeier in Havanna für die Opfer eines Bombenanschlags. Ich habe den Kontaktbogen gesehen, den er gemacht hat. Und da ist also Sartre, de Beauvoir ist drauf und immer wieder Fidel Castro. Und nur am Schluss gibt es noch zwei Fotos, wo er Che drauf hat. Und es ist ein Quadrat. Sie kennen es alle als Hochformat. Es ist links noch eine Palme, seitlich eine Palme, die hat er weggemacht. Er hat ihn also sozusagen, hat alles andere entfernt, sodass das also nur eine klare Komposition wieder ist und hat ihn also isoliert, er hat es abstrahiert und somit sah man nur ihn, wie er in die Ferne blickt, der Revolutionsheld. Also das ist interessant wieder, wie dieses Foto sozusagen gemacht wurde, obwohl es im Negativ ganz anders entstanden ist. Auch hier kommt wieder so eine kleine Tragik dazu. Der Geschäftsmann Petrinelli hat das Bild unter seinem Namen, also unter seinem Copyright verkauft und hat es zu den meist reproduzierten Fotos der Welt gemacht. Er verdiente Millionen damit und Korda ging leer aus. Der Bruderkuss. Ein Foto, wo man ein bisschen ungemütlich ist. Aber der sozialistische Bruderkuss war bei den Staatsmännern, also im Sozialismus, das galt als Ehrerbietung. Das war wichtig. Und es war ein Symbol für Gleichheit, Brüderlichkeit und Solidarität. Meistens wurde aber nur auf die Wange geküsst. Doch zwischen Brezhnev und Honecker gab es eine besondere Beziehung und somit küssten sie sich auf den Mund. Das war der 30. Jahrestag der DDR im Oktober 1979. Und jetzt kommt noch ein Symbolfoto für eine Aufbruchstimmung, für eine wilde Zeit. Es war sexuelle Freiheit, Kommune 1 hier in Berlin. Und es war ja die berühmteste Kommune. Und das Bild wurde 1967 von dem Fotografen Thomas Hestenberg gemacht. Die Polizei, es war Staatsbesuch damals von Hubert Humphrey. Und die Polizei hat vorsorglich schon 11 Personen verhaftet. Und dieses Bild ist dann so entstanden, dass sie das Bild so komponiert haben, als ob eine Polizeirazzia stattfinden würde, die also auch vor der Privatsphäre nicht Halt macht. Also so ist es entstanden. Und mit erhobenen Händen und stehen also nackt da. Es ist also, und der Spiegel hat dann das Foto auch gedruckt, und es ist wirklich noch eine Zeit für diese 68er wilde Zeit des sexuellen Freiheit und des Aufbruchs. Marilyn Monroe auf dem Luftschacht. Das ist natürlich klar, die Ikone. Es ist entstanden im September 1954 zu dem Film Das verflickte siebte Jahr. Zu dem Film gab es aber ein extra Fotoshooting. Und das ist entscheidend, dass das Bild geblieben ist im Gedächtnis, weil im Film hätten wir das Bild schon längst vergessen, weil es ein bewegtes Bild ist. Also das stehende Bild, das bleibt im Gedächtnis. Und noch etwas, es ist immer wieder und immer wieder veröffentlicht worden und immer noch und heute noch und wird es auch noch weiter sein. Das heißt also auch, es hat Emotionalität. Für diese Zeit war es Freiheit von einer gewissen Sexualität auch. Es ist klar komponiert und es ist eben auch ein Bild, was durch dieses immer wieder zeigen und immer wieder hervorholen und nicht im Film sein,
entscheidend, dass dieses Foto so im Gedächtnis geblieben ist. Und deshalb sind die Fotos im entscheidenden Moment doch noch besser oder wichtiger als der Film. Das war ein Bild, was auch die Menschheit bewegt hat, also auch das ein kollektives Erlebnis und blieb im kollektiven Gedächtnis. Es war auch ein gemeinsames Erlebnis. Man hat also nachts noch gesessen und am Radio die Übertragung gehört von der Mondlandung. Also kollektive Erfahrung. Und Neil Armstrong hat den Mond betreten mit der Apollo 11 am 21. Juli 1969. Es wurde mit einer Hasselblatt, Sie sehen es da vorne noch, hat er sie dran, mit einer speziell konstruierten Hasselblatt wurde das aufgenommen und die haben dafür mit einem professionellen Fotografen monatelang trainiert, dass das auch dann klappt auf dem Mond. Lyndon B. Johnson sagte damals, wer das Weltall beherrscht, beherrscht die Welt. Aber das war ein Irrtum. Und manchmal gibt es ja auch noch Verschwörungstheorien, die Mondlandung sei nur im Studio entstanden. Aber ich glaube, bei allen Ereignissen gibt es immer wieder solche Verschwörungstheorien. Eine neue Art von politischen Bildern, die machtvoll sind, sind die Bilder, das Propagandamaterial der IS. Und Sie sehen, in allen Variationen und Formen zeigt die IS martialische Bilder, grausame Bilder, aber eine Demonstration von Macht und Geschlossenheit. Und mit diesen Bildern von dieser Gruppe werden wir sicherlich noch in nächster Zeit mehr sehen, hören und leider damit auch umgehen müssen. Aber dass auch hier wird das Bild, die Macht der Bilder, wieder für eingesetzt, eben für Manipulation, um Jugendliche anzuziehen. Es wird eingesetzt als Machtdemonstration für das, was sie alles machen können, für ihre Macht und für das, dass wir uns bedroht fühlen. Ich danke Ihnen. Wir setzen uns hier. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Linde Kölbel, für den wunderbaren Vortrag. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man ist fast ein bisschen überwältigt von der Vielzahl von Bildern und Eindrücken. Und deswegen haben wir Ihnen auch gerne über eine längere Strecke zugehört. Ich würde gerne das Gespräch hier vorne eher kurz halten, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, nochmal die eine oder andere Frage zu stellen. Ich denke, das macht Sinn, damit wir nicht wahnsinnig überziehen. Also ich sag mal, Viertel nach neun wären Sie noch einverstanden. Und die Frage, Herr Linde Kölbel, die ich gerne vielleicht, also Sie können sich ja schon mal überlegen, was Sie so umtreibt, die ich gerne nochmal voranstellen würde mit Blick auf die Vielzahl der Bilder, die Sie uns gezeigt haben, ist, wie Sie eigentlich im Zuge der Jahrzehnte und vielleicht sogar Jahrhunderte, wenn wir diese frühen Ikonenbilder mal dazu nehmen, wie Sie eigentlich beschreiben würden, was sich an der Produktion solcher Bilder verändert haben könnte und was das für die Politik bedeutet. Ich würde gerne mal folgenden Gedanken noch mal vortragen. Ich meine, schon wenn man sich mit den frühesten Ikonenbildern befasst, dann ist da ja schnell sichtbar, dass es da sozusagen, dass das meistens Auftragsarbeiten waren
Und dass es da natürlich sozusagen klar definierte Regeln und Strategien da gab, wie man das macht, in der Farblichkeit, in der Blickachse, in der Symmetrie und so weiter. Mein Eindruck aus der politischen Praxis ist, dass ja diese Form von Ikonenproduktion oder von der Herstellung von Ikonen irgendwie der Politik auf eine bestimmte Art entglitten zu sein scheint. So würde ich das mal beschreiben. In dem Sinn, dass man doch im Grunde genommen ganz, ganz stark in der Mediengesellschaft die Politik dieser Bilder gar nicht mehr in der Hand hat. Dass man eigentlich eher dass Ikonen vielleicht sogar geradezu gegen das Subjekt entstehen, durch Pannen, durch Unfälle und dass es in dem Sinn vielleicht gar ganz, ganz schwer ist, überhaupt noch eine Strategie aus der Politik herauszuentwickeln des Zeigens oder der Ikonisierung. Würden Sie diesen Eindruck bestätigen oder welchen Spielraum billigen Sie eigentlich der Politik da überhaupt noch zu? Denke. Hallo? Nein? Ja. Jetzt geht's. Okay. Sie gut. Müssen nah genug. Ich muss nah. Also, okay, gut. Ich glaube, es ist etwas anderes. Ich habe durch diese Projekte eben auch Spuren der Macht, habe ich gelernt, dass die Politiker immer mehr und mehr sich, ich sage jetzt mal, domestizieren in dem Sinne, dass sie die Körpersprache reduzieren, dass sie alles reduzieren in dem Sinne, dass möglichst nichts Auffälliges ist an ihnen. Also das ist dann schon ein Schweißfleck von Angela Merkel, der dann groß beschrieben wird. Also möglichst nicht auffallen, das ist die Devise von allen Politikern. Es kommt eine große Vorsicht dazu, man kleidet sich auch dezent, auch die Frauen in der Politik, die Männer sowieso im Anzug. Das heißt also, es ist eine große Unauffälligkeit gefragt und so wird auch gelebt und sich gezeigt. Und man versucht, möglichst wenig Emotionalität zu zeigen. Und die Bilder, die dann entstehen, da ist nichts, da steht halt jemand. Ob es der X oder der B ist oder der A, das ist dann gar kein so großer Unterschied mehr. Aber es ist dann so, wenn noch irgendetwas entsteht, sind es, wie Sie vorher sagten, eigentlich eher die Unfälle. Also Sie erinnern sich noch, wie Kohl mit Eiern beworfen wurde und wie er losrannte wie ein Stier. Und dieses Bild, das ist im Gedächtnis geblieben. Wie viele andere Kohlbilder? Wenige. Also das heißt, Kohl war immer präsent. Aber das sind so die Ausnahmen. Und dieses Maskenhafte, dieses Reduzierte, das ist ein Wesen der neuen Politik und somit können da auch gar ganz wenige oder kaum mehr Ikonen entstehen. Es gibt sie nicht mehr. Aber wenn ich da nochmal nachfragen darf an dem Punkt, also in der Beschreibung, zumindest für die deutsche Politik, leuchtet mir das total ein. Aber da... Davon bin ich jetzt ausgegangen. Genau. Aber da, das wäre jetzt die Anschlussfrage, scheint es ja irgendwie doch vielleicht einen größeren kulturellen Unterschied zu geben, selbst schon zu den USA. Denn wenn man sich etwa Sie hatten ja das Bild gezeigt von George W. Bush im zweiten Irakkrieg, wo man ja schon sieht, wie da offenkundig Politik doch, ob das dann funktioniert oder nicht, eine gewisse Inszenierungsbegabung hat. Ich weiß zufällig, dass der Film Top Gun mit Tom Cruise, den ich übrigens als Jugendlicher sehr gerne mochte, Vorbild war für diese Flugzeugträger-Inszenierung. Das heißt, Politik lernt in den USA zumindest aus dem Film. Nicht der Film zeigt Politik, sondern Politik spielt Film nach. Und auch Obama, das will ich sagen, hat ja offenkundig eine große Begabung. Also unauffällig kommt er mir nicht vor. Wie ist ich denn bin von der deutschen Politik. Aber trotzdem die Frage, wie ist denn das, woher könnte denn so ein kultureller Unterschied kommen? Und ich meine, mit Blick auf die deutsche Politik wäre ja dann schon die Frage,
sollte sich deutsche Politik eigentlich diese Ästhetik oder diese Inszenierungsstrategien besser aneignen? Oder was folgt eigentlich für einen deutschen Politiker oder eine deutsche Politikerin aus diesem Unterschied, wenn er denn stimmen sollte? Also es ist natürlich so, dass in Amerika viel mehr ganz bewusst überlegt wird, wie kann man etwas inszenieren, wie kann man etwas gestalten, wie kann man etwas einsetzen. Alle Auftritte, die Obama gemacht hat, sind sorgfältig sozusagen inszeniert. Und noch etwas, die Pressebühne ist immer so gestellt worden, dass er nur von einer Seite fotografiert werden kann. Das heißt also, die arbeiten ganz hart an einem Image natürlich. Und die sind einfach, die Amerikaner sind grundsätzlich in dem Sinne besser, die Emotionen einzusetzen. Und während wir, also sozusagen uns dann über den Pseudo-Kampfanzug von Bush sozusagen echauffieren und sagen, ja, schau mal, was der jetzt wieder macht, ist das dort eine ganz selbstverständliche Sache und die finden es auch gut. Weil die ganze Kultur eine andere ist. Die ganzen Hollywood-Filme sind eben da schon anders gestrickt. Das heißt, die ganze Gesellschaft ist anders strukturiert und denkt anders als die Deutschen. Und wir würden sozusagen, wie gesagt, bei uns wäre es eher anstößig, wenn jemand sich so inszenieren würde. Und deshalb sind, glaube ich, die deutschen Politiker in ihrer Sparsamkeit in Deutschland sogar eher willkommen als das Showgebaren. Aber wenn das stimmen sollte, dass wirkmächtige Bilder eben mehr sind als einfach nur Ästhetik, sondern dass sie sozusagen auch im besten Fall politische Ideale verkörpern. Sie das haben ist das ganz wichtig, Sie sagen es. Also es darf nicht nur Ästhetik sein. Es muss immer einen emotionalen Beigeschmack haben. Es muss immer auch emotional was zu spüren sein. Sonst funktionieren Fotos nicht und sie bleiben nicht. Aber in dem Sinn höre ich bei Ihnen schon raus, dass Politik, muss ja gar nicht Berufspolitik sein, überhaupt politisches Engagement, eigentlich eher ein höheres Bewusstsein bräuchte für ihre Inszenierungsstrategien. Also ich fand es zum Beispiel diese Debatte bei dem Kniefall von Willy Brandt, ob die sich das jetzt vorher ausgedacht haben, ja, ist ja, oder ob das eine spontane Reaktion war, fand ich ich verfolge diese Auseinandersetzung auch schon seit Jahrzehnten mit großem Interesse, aber das fand ich zum Beispiel in gewisser Weise, ehrlich gesagt, auch am Ende des, also ich glaube auch nicht, dass es so war, aber ich fand es am Ende des Tages auch immer so ein bisschen egal, weil egal, ob sich Willy Brandt es mit Horst Ehmke vorher oder Egon Bahr vorher ausgedacht hat oder nicht, Fakt ist, dass er und sie damit was offenkundig sagen wollten, was wichtig war zu sagen. Und in dem Sinn könnte das doch irgendwie vielleicht Politik da, wo sie Ideale hat und wo sie was mitzuteilen hat, auch helfen, da mutiger zu sein in der Bildsprache. Oder nicht? Man muss es natürlich dazu sagen, das war eine andere Zeit und die Konflikte waren anders. Und es kommt noch etwas dazu, die Politiker aus der Zeit, Brandt, Wehner, Adenauer, alle die Köpfe in der Zeit haben eine andere Persönlichkeit gehabt, weil sie alle noch aus den Erfahrungen des Krieges gelebt haben und gezeichnet auch waren. Und somit haben sie auch anders reagiert und waren sehr authentisch und sie waren in dem Sinne auch innerlich unabhängiger. Sie hatten eine Stärke, die es heute in dem Sinne und auch eine Kantigkeit, die es heute in der Form nicht mehr gibt, weil einfach die Zeit anders ist und nicht mehr dieses große Erleben und große Leid und dieses alles ist vorbei. Schauen Sie, alle wachsen wohlgeordnet auf. Alles ist geordnet, man geht in die Schule, man macht das Studium, dann macht man das, dann macht man das. Es passieren keine großen Dinge mehr. Es ist interessant, dass Sie sagen, weil das wäre jetzt tatsächlich meine letzte Überlegung oder Frage gewesen und dann sind Sie dran. Also
wir hatten hier ja vor ein paar Monaten einen Abend zum Begriff der Drastik, Strategien der Drastik, das war sehr interessant. Und in gewisser Weise hatte ich jetzt gerade, als ich Ihre Bilder gesehen habe, mich tatsächlich auch nochmal gefragt, ob eigentlich wirkmächtige Bilder ganz oft was zu tun haben mit Drastik. Das ist ja im Grunde das, was Sie jetzt gerade sagen. Da geht es um Krieg, da geht es um existenzielle Fragen und das ist der Kontext für diese Ikonisierung. So in dem Sinn würde man natürlich tatsächlich sagen, leben wir hier in gewisser Weise in der ikonenfreien Zeit, wie wir wissen, der Krieg gerade nach Europa zurückkehrt, zumindest in Sicht und Reichweite, wo sich jetzt natürlich die Frage aufdrängt, ob das nicht eine sehr, sehr gute Nachricht für unsere Gesellschaft ist, dass es diese Ikonisierungsmöglichkeit nicht mehr gibt, weil sozusagen der Krieg fehlt. Ja, die harten Katastrophen fehlen, Gott sei Dank, kann man nur sagen. Aber es sind nicht nur die Katastrophen, sondern eine Katastrophe ist meistens was Einmaliges. Dass ein Bild eine Ikone wird, hat auch mit einer komprimierten Ausdruck von Zeit und eine gesellschaftliche Aussage. Es muss eine grundsätzliche gesellschaftliche Aussage haben und nicht nur einen Moment von einem Eisenbahnunglück zum Beispiel. Das ist der Unterschied. So, meine Damen und Herren, jetzt wäre der Warm-up des Gesprächs absolviert und Sie wären dran mit weiteren Fragen oder Kommentaren. Bitteschön. Ja, ich wollte nur zu dem eben noch mal ergänzen. Also zwei, die es ja versucht haben, sich zu inszenieren, ist einmal von der Leyen und einmal zu Gutenberg. Da fallen mir die Bilder ein, die auch immer wieder gezeigt werden. Aber da hat es eben genau nicht funktioniert, weil es die amerikanische Art war und nicht, weil sie etwas zu sagen hatten oder eine Emotionalität rüberzubringen hatten oder eine gesellschaftliche Auseinandersetzung dargestellt haben. Ich glaube, das ist der Punkt, der dann halt fehlt. Und sozusagen, wenn wir das haben und dann die Bilder finden, dann ist es okay, aber nicht, wir suchen jetzt Bilder, um uns zu inszenieren. Also das funktioniert bei uns nicht und da bin ich auch ehrlich gesagt immer noch ein bisschen froh. Ja, ja, Sie haben schon recht. Und es ist, wenn man sich nur selbst darstellt und nicht eine zusätzliche Aussage hat, dann funktioniert es nicht. Ja, hier gibt es gleich mehrere Mordmeldungen. Bitteschön. Meine Frage lautet, ob Sie einen Bedeutungsverlust der Bilder sehen vor dem Hintergrund der technischen Manipulierbarkeit. Also ich ziele jetzt speziell ab auf das Varoufakis-Fake von Herrn Böhmermann, wo er grundsätzlich eigentlich bei gebildeten Menschen, die ein bisschen mit kritischem Blick auf Medien schauen, eigentlich der Moment erreicht ist, wo man sagt, ja, aber kann auch alles ganz anders sein. Also man muss es doch eigentlich permanent mitdenken. Sehen Sie da auch eine gesellschaftliche Bedeutung von dem Phänomen oder sind es Dinge, die zwar in dem Moment zünden, aber keinen weiteren Wirkungsmechanismus haben? Also diese Bilder zünden für den Moment, haben aber keine weitere Wirkung. Es ist nur die eine Sache, dass man durch solche Erlebnisse oder Manipulation, sagen wir mal so, dass insgesamt, glaube ich, die Leute wacher werden und mehr hinterfragen durch solche, wenn es so eine Affäre ist. Aber es wurde früher auch schon, wie ich ein paar Bilder gezeigt habe, also Manipulation ist immer schon ein Thema. Ich glaube, die größere Veränderung ist in dem Sinne nicht, dass mal eins gefälscht wird. Also es gibt genügend Zeitungen, die relativ scharfe Kriterien erlassen haben. Zum Beispiel auch das World Press Foto jetzt. Da gab es eine große Diskussion, was darf noch gemacht werden? Wo ist bereits die Manipulation so groß, dass es nicht mehr akzeptiert wird? Also die versuchen jetzt schon relativ starke Richtlinien zu kriegen, damit eben solche Dinge unterbleiben. Sicher ist man nie, aber es gibt schon wieder eine kleine Gegenbewegung. Ich sehe eher den Verlust durch diese vielen, nicht Selfies, aber durch die Masse der Bilder, wo ein Einzelfoto gar nicht mehr zur Wirkung kommt. Das ist eher die große Veränderung. Und man sieht es an Bild von diesem Situation Room, wo
eben Clinton die Hand vom Mund hat. Also wenn so ein Einzelfoto entsteht, es geht um diese Einzelsituation, hochgeladen mit Emotionen, hochgeladen auch, die werden dann zu Ikonen. Aber wenn das massenhaft fotografiert wird und dann massenhaft fast eine Minute später schon überall zu sehen ist, es verschwindet, es sind so Wellen, es sind Wellen, aber es bleibt nichts mehr. Also man muss die Bilder knapp machen. Vielleicht bleiben wir noch kurz hier beim linken Flügel, bitteschön, ja. Ich muss noch mal nachfragen, ich kriege das noch nicht ganz gerade gezogen. Also wer schafft eigentlich Ikonen? Sind es die Auftraggeber oder sind es die Fotografen? Ich habe es jetzt so verstanden, für mich gerade gezogen, dass es ja die Fotografen sind, die so in den Moment aufgefangen haben, der Bedeutung hatte und nicht jemand, der Bedeutung schaffen wollte. Also Fotografen haben natürlich einen Auftrag, werden irgendwo hingeschickt. Irgendwo. Und dann ist es aber der Fotograf, ob er was sieht und was er sieht. Also es ist immer wieder entscheidend und das sehe ich immer wieder, auch heute noch gilt das genauso. Es ist die Wahrnehmung. Und manche Fotografen haben wenig Wahrnehmung und manche haben eine große Wahrnehmung. Und das ist es, die Wahrnehmung und das Sehen. Und das entscheidet immer wieder bei den Fotografen, trennt die Spreu vom Weizen. Und da sind 100 Fotografen und einer sieht was anderes oder hat einen anderen Blickpunkt und geht eben nicht wie die Masse darauf los. Es ist also immer der einzelne Fotograf, der durch das, was er sieht und wie er es gemacht hat, sozusagen die Ikone schafft. Aber dann muss dazu kommen, eben, es muss publiziert werden und immer wieder gesehen werden. Das ist dann die zweite Sache, die entscheidend ist, dass es zur Ikone werden kann. So, weiter, ja. Ole. Mich hat die Verschiebung sehr interessiert, die Sie benannt haben, von den Ikonen hin zu Personen. Also Sie sprachen davon, dass durch die Vielfalt der Fotografien letztlich diese einmaligen Aufladungen seltener werden. Und meine Frage wäre, also hat das erstens was mit mehr bewegten Bildern zu tun im Vergleich zu früher? Und hat es zweitens den Effekt, dass diese Bedeutungsladung dann bei den Personen irgendwie anders gespeichert ist, sind das bestimmte Geschichten oder Stile, die möglicherweise dann auf der Zeitachse zum Ausdruck kommen? Es werden mehr Personen zu Ikonen, wie gesagt, weil das Einzelfoto immer weniger zu sehen ist. Und es ist so, dass die Einzelpersonen etwas haben, ich sage jetzt mal Charisma, ohne das werden sie auch nicht zur Ikone, also dass sie präsent sind. Sie müssen präsent sein, aber sie müssen Charisma haben. Und sie müssen eine Geschichte haben. Das gehört dazu. Wenn sie nichts zu sagen haben oder nichts ausstrahlen, werden sie auch nicht dazu. Also sie müssen eine Faszination haben, sie müssen ein Geheimnis haben ein bisschen. Und es muss immer wieder auch ein stehendes Bild sein. Es kann ein Film dazukommen, aber das stehende Bild ist immer noch das, was immer wieder verbreitet wird. Der Film, der taucht einmal auf, da gehen zwar viele hin, aber der ist weg. Entscheidend ist dieses Wiederkehrende, das so wie Angelina eben immer in den Medien ist, immer wieder und immer wieder. Oder Joschka Fischer damals mit seinen Dick-Dünn-Geschichten. Das ist das Wesentliche. Nicht nur. Ja. Aber das bleibt hängen. Aber vielleicht kann ich die Frage von Ole Meinfeld noch mal ein bisschen zuspitzen. Ich meine, bei diesen Personalisierungsstrategien geht es ja ganz oft um Prominenz. Also es kam mir jetzt auch gerade noch mal der Kniefall von Willy Brandt. Den gab es ja wahrscheinlich auch sozusagen mit einer ähnlichen ähnlichen Anrührung hundertfach an Kriegsgräbern von Menschen, die wir gar nicht kennen. Und könnte man nicht in gewisser Weise sagen, dass diese, ich steuere auf einen anderen Punkt zu, dass diese Dezentralisierung von Bildproduktion,
Also ich würde überhaupt nicht sagen, dass man prominent sein muss, um eine interessante Geschichte zu erzählen. Im Gegenteil, unsere Geschichten sind eh alle, die wir Menschen sind, super interessant. Es gibt gar keine uninteressanten Geschichten, würde ich sagen. Jedenfalls könnte man nicht sagen, dass mit so Dingen wie, sagen wir mal, Instagram und diesen ganzen Selbstinszenierungsmöglichkeiten, digitalen Selbstinszenierungsmöglichkeiten, dass man da am Ende des Tages vielleicht auch sowas hat wie eine Demokratisierung von Ikonen, sozusagen Ikone für 5 Minuten. Naja, so und ich meine das gar nicht ironisch, genau, weil das ist ja auch irgendwie eine schöne Botschaft. Ja. Wir brauchen die Che Guevaras vielleicht gar nicht mehr, sondern Schlingensief sagte mal, wähle dich selbst. Ja. Aber dann werden sie eben nicht zur Ikone. Ich meine, Warhol sagte ja, jeder ist ein Künstler für 5 Minuten. Aber ich möchte nochmal auf Brandt zurückgehen. Und das ist also etwas, das immer bei der Prominenz. Der Kniefall von Brandt, wenn das irgendjemand gemacht hätte, wäre das einfach weg. Aber Sie müssen etwas den Zusammenhang sehen. Das Verhältnis zu Polen war äußerst gespannt. Äußerst gespannt. Und dann kommt nun Brandt als Repräsentant von Deutschland und macht diese Demutsgeste, kniet hin. Das heißt also, das ist die Message. Die Message war so besonders, die hatte solchen Impact. Und deshalb ist es zur Ikone geworden, dass er demütig war und etwas gezeigt hat. Das heißt also, er hat etwas vermittelt, was ein Gutenberg in New York in der Straße eben nicht vermittelt. Es ist immer auch heute noch der Inhalt und nicht nur mal eine schnelle Dekoration von etwas zeigen. Das bleibt nicht. Es bleibt nur, wenn Sie etwas gesellschaftlich, einen Nerv getroffen haben und dadurch und das dann sublimiert in einem Foto ist. Und wenn Politiker das heute irgendwie so schwerfällt, kann man sowas lernen? Oder würden Sie sagen, naja, ich meine, Sie wissen, dass Politiker in aller Regel Rhetorikkurse, Haltungskurse, ja gut, das, ich meine, dagegen ist auch erstmal gar nichts zu sagen, aber ich meine das wirklich im Ernst, weil Authentizität ist schon ein hohes Gut in der Politik, das steht außer Frage, aber kann man sowas auch lernen, so eine Bildsprache, oder ist es wirklich, oder ist es, liegt es wirklich sozusagen am Ende des Tages ganz an den Inhalten und einem Fotografen, der sie dann halt wahrnimmt? Sie können ein Training machen, Sie können Ihre Hände beherrschen, Sie können lernen, wie man sozusagen besser schreitet und solche Dinge. Das können Sie lernen. Aber Sie können nicht etwas lernen. Sie können gewisse Lockerheit können Sie nur leicht lernen, wenn Sie innerlich ein verklemmter Mensch sind, werden Sie nie lockerer, auch mit einem ganzen Training nicht. Und auch bei Angela Merkel, Sie sehen ja, die hat ja früher mal, sie hat ja sehr spät laufen gelernt und hat eben selber mal gesagt, dass sie, ich glaube, sie hat gesagt, sie sei ein Bewegungstrampel gewesen. Zitat ist das. Und sie wird nie eine Gazelle. Also, nein, aber sie muss es ja auch nicht sein. Verstehen Sie? Sie ist authentisch so, wie sie ist. Und bei jedes Training, wo sie versuchen würde, das so, wie sie ist, zu überspringen, wäre künstlich und würde nicht funktionieren. Es würde bei uns ankommen. Wir würden, die Menschen merken sowas. Und deshalb kann man das nur... Das war sozusagen meine Frage. Merken die es ja, wirklich? Sie merken das. Ja, sie merken das. Naja, das sagt ihr so. Doch. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Ja, sagen wir mal so. Bitte? Wir hatten uns im Vorgespräch tatsächlich darüber unterhalten, dass ich bei Angela Merkel in gewisser Weise den Eindruck habe, dass sie verrückterweise, dass auf den Fotos mir dieser Panzer, von dem Herr Lindekörbel völlig zu Recht sprach, irgendwie eher abzunehmen scheint, als anders als bei Schröder. Aber der Eindruck mag täuschen, was sie noch nicht zu einer Gazelle macht. Aber ich
Das war jetzt nur mal ein sehr drastisches Beispiel. Aber Angela Merkel war natürlich ganz klar, sie ist 91 gerade erst Familienministerin geworden. Sie ist 89 erst in die Partei angetreten. Sie hatte keine sozusagen Karriere wie die anderen, die also irgendwie die Ochsentour gemacht haben. Sie ist gekommen, sie war erfolgreich, sie ist reingekommen. Und sie war am Anfang natürlich ziemlich unbeholfen. Sie sagte mir auch, sie weiß immer gar nicht, wo sie mit den Händen und Armen hin soll, wenn sie fotografiert wird. Und sie hat im Laufe der Zeit gelernt, das zu akzeptieren, dass sie fotografiert wird, dass sie gefilmt wird. Es gehört zu ihrem, zu dem, was sie tut. Mhm. Und so nimmt sie das auch an. Im Gegensatz zu Joschka Fischer oder Gerhard Schröder, die sich vor der Kamera gesonnt haben, die das mochten, die eitel waren. Und da agieren die natürlich ganz anders. Angela Merkel war nie eitel in dem Sinne. Und das sieht man und das spürt man. Aber liebe Herr Linde Körbel, ich bin ja ganz bei Ihnen, aber Joschka Fischer war ein extrem populärer Politiker. Und das war, ja, und Sie sagen, er hat sich gesonnt, also was ja nichts anderes heißt, als er hat sich inszeniert. Und das scheint ja zu funktionieren, das ist ja meine Frage. Also es kommt, man ist ja nicht immer der, der man wirklich ist, sondern man erscheint ja auch als jemand, der den Leuten gefällt. Ja, aber Joschka Fischer hat sozusagen, das ist schon eine Inszenierung gewesen, aber man hat ja gesehen, mit welcher Lust er sich inszeniert hat. Wenn Angela Merkel sowas machen würde, wie Joschka Fischer gemacht hat, das würde einfach da völlig daneben. Aber das leuchtet mir ein. So wie er sich inszeniert hat, war es Teil seiner Person. Ja, okay. Also so wie Männer sozusagen ratschlagen, das war ein Teil davon. Wobei Joschka Fischer, das geht mir jetzt durch den Kopf, weil ich einige Jahre für Joschka Fischer und mit Joschka Fischer arbeiten durfte. Die Leute liebten ihn ja auch für diese Griesgrämigkeit und dieses offene, ich habe heute gar keine Lust, mit ihnen zu reden. Also das war ja jetzt keine anbiedernde Performance. Übrigens auch bei Parteitagen oder so nicht. Im Gegenteil, das war ja oft auch eher, also die Leute liebten ihn ja gerade auch für diese entwaffnende Kratzbürstigkeit. Das war ja kein Johannes B. Kerner-Typ oder Markus Lanz-Typ oder so, ja. Nein, aber da muss man natürlich auch erstmal die Geschichte von Joschka Fischer, also einfach immer mit dabei haben. Flüchtlingskind. Und so weiter, Aufstieg oder wie er dann eben sagte, wie sein Vater hat einen Unfall und er musste ins Krankenhaus und wie sein Vater dann verunglückt ist und die fette Metzgertasche, das Fett stand in der Tasche drin noch, sozusagen roch danach und hat es sich selber gesagt, mit mir nicht, so nicht. So will ich nicht leben. Also das muss man alles wissen. War bei Schröder wissen. Ja auch so. Auch so. Das muss man alles wissen. Und natürlich auch, war es natürlich auch so, dass Joschka Fischer eben auch gerne Performance gemacht hat. Und ich glaube, es kommt aber noch dazu. Joschka Fischer hat immer gesagt, ich bin so, wie ich bin. Also er hat sich versucht, nicht zu verstellen in dem Sinne. Wenn nämlich Politiker sich ständig verstellen und so ungefähr, was kommt gerade an, das funktioniert auch nicht. Man muss wissen, auch wenn er mal griesgrämig ist, das ist er halt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, dass, obwohl wir jetzt die Zeit etwas überschritten haben, Ihnen nicht langweilig wurde und will, bevor ich mich nochmal bei Herrn Linde Körbel abschließend bedanken will, Sie noch auf Folgendes hinweisen. Wenn es Ihnen gefallen hat, kommen Sie doch einfach das nächste Mal wieder. Wir machen in dieser Reihe jetzt eine kleine Sommerpause und sehen uns dann am 28. September wieder zu dem Thema, was kommt nach I, J, nämlich die ewige Jugend und die Sehnsucht nach der ewigen Adoleszenz, hoffentlich mit dem fantastischen Buchautor und DJ Westbam. Und wir sind dann zwei Monate später bei KW Kreativität mit dem wirklich sehr beeindruckenden
Soziologen und Wissenschaftler Andreas Reckwitz. So, jetzt aber nochmal vielen Dank an Herr Linde-Körbel. Es war ein großes Vergnügen. Vielen Dank.